Hey ho, meine Lieben, ich mache mir heute leckere Fleischpflanzl. Ja, hier drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche habe ich mir eingebildet, mache ich mir. Und dazu mache ich mir wieder ein Kartoffelpü, dieses Mal mit Muskatnuss. Ich nehme wieder diese Packung. Warum? Ich lasse das Zeug nicht vergammeln und schmeiße es am Schluss weg. Vielleicht, wenn ich die Schachtel dann leer habe, stampfe ich mir mal selber dann auch eins. Aber da habe ich noch zwei Päckchen übrig. Okay, ist so. Bevor ich aber richtig loslege mit meinem Fleischpflanzl, gibt es noch ein paar Vorbereitungen, Brutzelvorbereitungen, und das lassen wir erstmal abkühlen. Aber das alles drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Mitkommen! Heute kommt auch der Gefu Multizerkleinerer zum Einsatz, den ich geschenkt bekommen habe. Vielen Dank nochmal. Ja, und hier drin habe ich schon mal die Petersilie reingewuchtet. Ich habe heute die Stiele einfach mal dran gelassen. Wollte ich auch mal ausprobieren. Bisschen Butterschmalz, Baconstreifen, die schneide ich gleich noch etwas kleiner. Und die Zwiebeln, die schneiden wir jetzt, ja, schütteln und rein damit. Ich habe insgesamt nachher 500 Gramm Hackfleisch. Sollte reichen. Und jetzt machen wir uns erst einmal die Zwiebeln und die Petersilie klein. Was? Das Ding ist ja brutal schnell. Ja, wie geil ist das denn? Eigentlich könnte ich ja Knobi auch noch dazu hauen. Erst einmal gucken, ob da noch Leben drin ist. Ja, der liegt auch schon wieder eine Weile. Ja, das sieht noch gut aus. Auch ohne Brille. Bisschen braune Stelle, die schneide ich jetzt einfach mal weg. Und quetsche den Knoblauch noch ein bisschen. Dann tut sich das Küchenmoped ein klein wenig leichter. Na, ja. Schauen wir mal, ob es den Knoblauch auch noch klein häckselt. Fast wäre es angesprungen. Hm, geil. Also das Gerät ist ja mal richtig geil. Wesentlich besser als das letzte Küchenmoped, was ich in Einsatz gehabt habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Mache ich hier ganz kurz sauber. Und dann schneide ich den Bacon hier auch einfach bloß noch ein bisschen kleiner, weil so riesen Streifen braucht kein Mensch in der Fleischpflanzl. Wisst ihr was? Ich bin jetzt brutal. Das probiere ich jetzt einfach aus. Und dann, wo habe ich mein Spezialschaberle? Da ist er. Könnte ein bisschen kleiner geworden sein, der Bacon. Ja, dann tun wir das Ganze nämlich jetzt in der Pfanne einmal schön anbrutzeln, anrösten, anbraten. Und dann darf das Ganze nämlich nochmal runterkühlen, abkühlen, bevor es dann später mit dem Hackfleisch weitergeht. Gehen wir rüber. An Herd. Also in der Runde brauche ich nicht viel von dem Butterschmalz. Das reicht schon. Ja, dann lassen wir den Butterschmalz schmelzen.
Und dann hauen wir das Zeug alles mit rein. So. Weil ich möchte das Zeug, bevor ich das dann in die Hackmasse mit reinknete, auf alle Fälle wieder schön kalt haben, abgekühlt haben. Ja, das ist der Grund, warum ich das jetzt schon mache. Das tue ich nachher dann nämlich nochmal in den Kühlschrank rein. Und in der Zwischenzeit werde ich schön zum Kaffee trinken und Kuchen essen gehen, vor in meinen Kaffee. Und dann geht es eben Nachmittag oder gegen Abend weiter. Es gibt mit Sicherheit 100.000 Millionen Milliarden verschiedene Möglichkeiten, Fleischpflanzen zu machen. Ich mache eine davon, so wie ich das mag. Und fertig. So. Jetzt schmor und brutzel ich das fertig. Und danach zeige ich euch das nochmal. Und danach geht es dann später weiter. Das sollte jetzt schon ausreichen. In meiner Euphorie, sage ich jetzt einmal, habe ich die Zwiebeln alles gleich drin gelassen. Die hätte ich vielleicht besser rausgetan, dass wir doch ein paar Zwiebelstückchen gehabt hätten. Aber mein Gott, jetzt ist es so. Und schauen wir mal. Aber ich denke, das sollte dem Geschmack nachher keinen Abbruch tun. Das tue ich mir jetzt in ein Schüsselchen rein. Und da darf das Ganze dann schön wieder abkühlen, dass das dann in das Hackfleisch untergeknetet wird. Oh, riecht das gut. Wunderbar. Das muss ich nachher noch spülen. Tja, und so lasse ich das jetzt erstmal abkühlen. Danach stelle ich es in den Kühlschrank und später geht es dann weiter. Ja, und da haben wir schon unsere ganzen restlichen Zutaten. Ich hole mir gleich mal Handschuhe zum Kneten. Weiß Hackfleisch zum Kneten, da habe ich doch gerne dann wieder Handschuhe an. Auch wenn es für mich ist. Aber dann hängt der Bart dann nicht so unter den Fingernägeln. Ratsch, erster Handschuh gerissen. Macht nichts. So. Also, was habe ich hier jetzt? Salz, Pfeffer, Paprika. Meine Mischung, was wir vorher angebraten haben. Ein Ei, das können wir auch leider reinwuchten. 500 Gramm Hackfleisch gemischt. Eine komplette Semmelschrippe, Brötchen in Milch aufgeweicht, etwas klein gemanscht. Können wir auch gleich hier mit reinwuchten. So. Dann wächst ein Geschmäckle, ein bisschen Paprika-Tomatenmark. Da haue ich auch so ein Spruzerle mit rein. Wer möchte, kann noch ein bisschen Senf mit reintun. Das mache ich jetzt ehrlich gesagt auch noch. Auch bloß so ein Spruzerle. Das reicht, sind ja bloß 500 Gramm Hack. Bacon und Co. haben wir hier mit drin. Und dann schmeiße ich mir jetzt gleich Salz, Pfeffer, Paprika da mit rein. Mit meiner Silitmühlen sind hier zwei. Hier habe ich einen bunten Pfeffer drin. So, könnte ausreichen. Und ein bisschen Salz. Da muss ich mal gucken, dass ich noch gröberes bekomme, weil das, was hier drin ist, ist zwar mehr Salz, aber ziemlich fein. Ja, hier habe ich dann noch einen Butterschmalz zum Anbraten, Anbrutzeln. Paniermehl, falls das jetzt alles zu matschig wird, dann kommt noch ein bisschen Paniermehl mit rein. Und mein leckeres Päckchenpüree. Wie gesagt, das brauche ich erst auf, bevor ich da mal selber eins mache. Tja, jetzt kommt das hier noch alles mit rein. Ja, ehrlich gesagt, ein
bisschen gröber, wenn die Zwiebeln gewesen wären, wäre mir lieber gewesen, aber jetzt ist es nun mal so, das wird schon genauso funktionieren. Und dann knet man das Ganze ordentlich durch. Dass das eine richtig schöne, vermischte Masse gibt. Und ich gucke jetzt. Ja, das ist noch ziemlich matschig. Ich denke, da brauche ich definitiv noch ein bisschen was von dem Paniermehl. Auf alle Fälle. Ups. Tja, dann knete ich das jetzt alles durch und dann sehen wir uns hier wieder. Ja, ein bisschen nachgewürzt habe ich noch. Hier habe ich mir jetzt einfach noch ein bisschen Paniermehl rein. Warum, werde ich das gleich sehen. Und jeder macht sich seine Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Hackfleischboller, unterschiedlich groß. Das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden. Und was ich nämlich jetzt noch mache, einmal schön ins Paniermehl rein. Tja. Und dann ist es für mich, na gut, ein bisschen platter kann man es noch drücken. Dann dauert es nicht ganz so lang in der Pfanne. Dann hole ich mir hier noch schnell ein Brettchen, wo ich es mir drauf klatsche. Und so mache ich die jetzt alle fertig. Wie viel es dann geworden sind, seht ihr dann hinter mir am Herd. Ja, Freunde, was hier für mich jetzt relativ wichtig ist, ist, dass die Dinger in verdammt viel Butterschmalz anbrutzeln. Wenn er nicht ausreicht, haue ich nachher einfach noch ein bisschen dazu. Was noch, vielleicht noch leckerer gewesen wäre als Butterschmalz, wäre so ein schöner Schweineschmalz oder Kriebenschmalz. Das wäre vielleicht noch besser gewesen, aber da habe ich jetzt auch keinen da. Da muss ich auch erstmal wieder gucken. Tja, und hier ist die Ausbeute. Die werde ich mir jetzt dann schön da drin rausbrutzeln und euch ja natürlich dabei haben. So schrittweise. Ja, und nebenbei werde ich dann mal schon mal anfangen für mein Kartoffelpü. Aber das muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Maximal, wenn ich dann die Muskatnuss mit reinreibe. Ja, ich würde sagen, vorerst reicht einmal hier die Menge. Jetzt wechsle ich aber dann hier den. Oh, den Umdreher, Schaber, ach, was weiß ich, wie man zu dem Teil hier nennt, sagt. Tja, und dann wuchte ich mir meine Teile hier rein. Mal schauen, wie viel reinpassen, ob sie alle reinpassen. Hier kommen zwei dickere. Wenn sie natürlich alle reinpassen, wird es natürlich, ups, verdammt, kann ich wieder putzen. Richtig klasse, ja geil, passen alle auf einmal rein. Das heißt, ich werde auch gleich weitermachen mit meinem Kapü, dass das einfach fertig wird. Und so tun wir die jetzt brutzeln, die Fleischpflanzen, bis die eine richtig schöne Kruste haben, so wie es meine Mama früher immer gemacht hat. Weil so waren die am aller leckersten. Ja. Also man wird nachher dann schon am Rand sehen, wie die Kruste so hoch wandert, bevor ich sie umdrehe. Gut. Aber so lange lasse ich euch jetzt nicht im Bild, weil das kann jetzt ein paar Minütchen dauern. Ja. Kann ich ja mein Kapü schon fertig machen, weil das kommt nachher noch in die Warmhaltebox. Also ich rufe jetzt gleich einmal ein bisschen Muskatnuss mit rein. Wie kann man es eigentlich sehen? Ne, kann man gar nicht sehen.
Jetzt kann man sehen. Ein bisschen Muskatnuss gleich damit rein. Aua! Jetzt ist auch das ganze Teil reingeschmissen. Ja, vorsichtig damit sein, habe ich mir mal sagen lassen. Wo ist mein Pülverchen? Hier und der Schneebesen. Und einfacher kann ich für mich jetzt gar kein Kapel machen. Wie gesagt, ich werde es dann irgendwann mal probieren, selber Kartoffeln zu kochen und zu stampfen. Aber einen von den Beuteln habe ich jetzt noch und das wird zuallererst aufgebraucht. Und dann hole ich mal eins vom Fanny. Haha. Nein, es ist schon wirklich so, dass er selber gemacht ist, tausendmal besser ist, das weiß ich. Aber für mich alleine persönlich tut es das. Vollkommen. So. Ein Dudele und dann schauen wir mal und drehen sie wahrscheinlich gleich um. Jawohl. Ah, vielleicht sollte man die Pfanne noch ein bisschen zurückschalten. Nicht auf ultra hot. Aber die geile Kruste und das an einem Fleischpflanzel, es gibt nichts Geileres. Ja, definitiv ein bisschen runterschalten, dass sie nicht zu dunkel werden. Ja. So schaut's aus. So Leute, also das Dünne hier ist mit Sicherheit schon fertig. Das werde ich gleich einmal probieren. Ja, und die anderen, die brauchen noch einen kleinen Augenblick. Und in der Zwischenzeit holt nehme ich euch mit, machen wir Probiererle. Im Hintergrund brutzelt es noch. Ein dicken mehr Salz hätte ich dran geben können. Aber ich habe Angst gehabt, dass ich mir wieder versalz. Na, bleib jetzt auf der Gabel. So. Perfekt. Jetzt warten wir noch kurz. Auf die anderen und dann wird schnabuliert. Den Herd habe ich schon ausgeschalten. Ich kann noch drehen das Display, dass ich was sehe. Und tausendmal besser mit der Muskatnuss. Ich habe noch ein bisschen nachgewürzt. Salz und Muskatnuss. Noch ein Stückchen Butter mit rein. Tja, und ich finde das Kapü lecker. Thema fertig, Thema erledigt. Wer es natürlich lieber selber macht, der hat recht. Sage ich absolut nichts dagegen. So. Da haben wir sie jetzt. Ja, hier im Bild sehen sie jetzt ziemlich dunkel aus, sind sie aber gar nicht. Und jetzt gebe ich mir mal einen hier drauf. Und dann muss der Brunnen natürlich gefüllt werden. Geil. Ja, und den Rest von dem hier hebe ich mir natürlich auf, fülle ich ab. Schmeiße ich nicht weg, schütte ich nicht weg. Das brauche ich ja dann noch für die nächste Portion.
Ja. Dann hole ich euch mal näher hier ran. Dann schneiden wir den Yoshi hier mal auf. Und sehen, er ist soweit gut. Vielleicht wäre ein zweites Ei für die Bindung auch noch gut gewesen. Wie macht ihr das, wenn ihr Hackfleisch oder Fleischpflanzerl macht? Mit 500 Gramm Hack haut ihr ein oder zwei Eier rein? Das ist jetzt die Frage. Und jetzt einmal komplett in den Hals. Und noch ein bisschen von der Brühe mit drauf. So. Jetzt steht die Cam auch noch schief. Was soll ich sagen? Schmeckt fast wie früher bei Mama. Nur fast. Ein klein bisschen vermisse ich auch noch den Zwiebelgeschmack. Also da habe ich auch zu wenig rein oder ich hätte sie nicht so klein häckseln dürfen. Aber ansonsten sind sie hervorragend. Und ich werde mir definitiv wieder Fleischpflanzel machen. Ja, nächstes Mal ein bisschen achtsamer sein. Aber heute hat es mir auch ein bisschen brisiert. Ich habe jetzt noch einen Haufen zu tun. In dem Sinne lasse ich euch jetzt alleine. Tschaikowski, ein Däumchen nach oben. Abo, würde mich freuen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi, Tschaikowski, weg!